Was geht, Leute? Herzlich willkommen auf meinem Kanal Sassy fragt nach. Heute geht es nicht um Autos, sondern es geht um einen Vlog. Ich habe eine Umfrage gestartet auf Instagram und einige haben sich oder die Mehrheit hat sich entschieden, einen Vlog von mir zu sehen, wie ich nach Sardinien fliege. Der Stress hat schon angefangen. Koffer packen, wer kennt es nicht? Jedes Mal muss man überlegen, was nimmt man mit? Man muss das Gewicht einhalten, etc. Beim Koffer geht das ja noch, aber ich habe nur Handgepäck, 15 Kilo begrenzt, 45 mal 36 mal 20 Zentimeter, glaube ich, sind die Abmaße. Da muss man ziemlich gut überlegen, was man da macht. Und jetzt wird es gerade ein bisschen mühsam. Ich habe mir sogar so Vakuumtüten geholt, kann ich euch mal später zeigen. Diesen Vakuumtüten packst du deine Klamotten ein und dann saugst du natürlich die ganze Luft daraus. Erzeugst ein Vakuum eben in der Tüte. Ich versuche gerade alles ins Handgepäck reinzukriegen, habe es mega unterschätzt. Überlegt euch das ganz gut, was ihr da mitnehmt. Das Gewicht werde ich nicht überschreiten, aber vom Platz her wird es gerade kritisch und ich habe keine Ahnung, wie streng bei Abmaßen ist. An einer bestimmten Stelle erreiche ich das Maß nicht oder überschreite das Maß. Und da bin ich jetzt ziemlich unsicher. Mal schauen jetzt, wie es weitergeht. Morgen geht es am Flughafen und dann fliege ich alleine nach Sardinien. Nehme euch da mal mit. Heute geht es natürlich nicht um Autos, aber wenn ich in Sardinien natürlich jemanden treffe, der ein cooles Auto fährt, filme ich den natürlich und interview den auch, wenn er halt deutschsprachig ist. Ich zeige euch jetzt mal, wie so eine Vakuumtüte aussieht. Und das mit diesem Absaugen stimmt nicht, sondern man rollt die Tüte zusammen und ist gleichzeitig mit seinem Gewicht drauf und drückt sozusagen die Luft raus. Ich zeige euch mal die Tüte. Das ist jetzt so eine Vakuumtüte. So sieht die aus. Die ist jetzt zusammengeknüllt und die Luft ist jetzt zum größten Teil rausgedrückt. Das mache ich eigentlich auf jeder Reise, wo ich sehr wenig Gepäck mitnehmen darf oder sehr wenig Kleidung. Das hilft richtig viel. Du kannst bis zu 50, 60% oder sogar 70% steht auf der Verpackung die Luft einsparen. Also schon eine Menge. Ich habe sogar mit einem Backpack-Rucksack eine Reise in Bali gemacht. Da habe ich auch genau dieselben Tüten benutzt. Und die kriegst du eigentlich überall. Falls ihr irgendwie Interesse an den Dingern habt, kann ich euch die gerne verlinken. Und ja, wenn ihr sie braucht, könnt ihr die auch kaufen. Guten Morgen, Leute. Ich bin schon unterwegs. Koffer gepackt, kurz gefrühstückt. Und jetzt geht's zum Busbahnhof. Und dann fahre ich an Basler Flughafen. Und ja, dann geht schon die Reise los. So Leute, ich bin am Flughafen angekommen. Jetzt warte ich auf meinen Flieger. Bin leider ein bisschen zu früh. Und ich wollte checken, ob der Koffer passt. Er passt natürlich nicht. Beziehungsweise mein Handgepäck. Jetzt wird es knifflig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das für mich ausgeht. In diese zwei Kammern soll mein Koffer passen, aber das wird kritisch, Leute. Da gibt es, glaube ich, eine Draufzahlung. Wenn ich in Olbia bin, melde ich mich nochmal zurück und dann sehen wir uns. Ciao. So Leute, ich bin endlich gelandet in Olbia und es ist ziemlich neblig hier. Nieselt sogar ein bisschen. Jetzt muss ich erstmal ein Taxi suchen, damit ich dort ins Hotel komme. Das sind ungefähr 3 Kilometer, glaube ich. Hätte ich jetzt keine Tasche, wäre ich das gelaufen. Aber mal schauen. Jetzt bin ich endlich mal hier gelandet. Und wenn ich im Hotel bin, melde ich mich zurück. Also bis gleich. Freunde, ich bin endlich am Hotel angelangt. Ist ein sehr zentrales Hotel, ist direkt am Strand, gar nicht so weit weg. Und sieht zwar ein bisschen hier ziemlich eigenartig und heruntergekommen aus. Aber ich glaube, die Häuser sehen alle so aus. Und Fazit zu Taxipreisen. Ich bin jetzt 3,5 Kilometer gefahren zum Hotel, vom Flughafen aus. Es hat einfach 20 Euro gekostet. Deutsche Preise sind nichts dagegen, damit ihr mal Bescheid wisst. Ich gehe jetzt mal ins Hotel, mache mich ein bisschen frisch. Und dann gibt es hier eine Pizzeria in der Nähe, die soll lecker sein. Da haue ich mir erstmal natürlich eine italienische Pizza rein. Also bis dann. Was gibt es Besseres, als geduscht rauszugehen, sich wie neu geboren zu fühlen? Und dann eine Pizza zu essen. Der vom Hotel hat mir jetzt eine Pizzeria empfohlen, eine andere. Er meinte, dort kriegst du richtig originale italienische Pizza aus Neapel. Und die sind ja bekannt dafür. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es da ist. Ich probiere jetzt den Laden mal, weil das ist so ein junger Kerl, der weiß sicher, wovon er spricht. Und ich nehme jetzt euch mal mit. Jetzt laufe ich mal hier an die Promenade, wo der Strand ist. Ich bin mal gespannt. Ich zeige euch mal die Umgebung. Das ist so eine Seitenstraße jetzt von dem Hotel. Aus dieser Richtung bin ich gekommen.
So, und jetzt blockiert der mir natürlich die Sicht. Das war natürlich geil. Und wenn er jetzt hier runterläuft, sieht man eigentlich direkt den Strand hier mit vielen Baustellen, aber man sieht ihn. Ich muss mich jetzt mal auf mein Navigationssystem konzentrieren und mich auf die Suche machen, wo die Pizzeria steckt. In unmittelbarer Nähe gibt es, glaube ich, einen Supermarkt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das einer ist. Scheint ein Supermarkt zu sein. Das ist auch schon mal gut, ganz nah vom Hotel, 300-400 Meter vielleicht. Also wenn ihr Hunger kriegt und nicht viel Geld ausgeben wollt, könnt ihr auch gerne mal in den Supermarkt gehen. Und jetzt zeige ich euch mal, wo ich jetzt stehe. Hier ist die Promenade mit den ganzen Autos. Das darf natürlich in Italien nicht fehlen. Seht ihr das, Leute? Schöne Promenade hier. Da kann man schöne Spaziergänge machen. Spricht nichts dagegen. Und falls ihr es noch nicht wisst, ich bin ganz allein unterwegs. Meine Freundin hat leider keine Zeit gehabt. Sie muss arbeiten. Mein Flugticket habe ich schon vor 2 Jahren gekauft. Und wegen Corona habe ich es immer wieder verschoben. Und deshalb habe ich jetzt gesagt, endgültig, ich gehe jetzt in Urlaub, scheißegal was kommt. Und tada, Sese ist hier. Und wisst ihr was? Bis jetzt, der erste Eindruck ist cool. Aber ich glaube, ich bin nicht in der schönsten Gegend aktuell. Also für heute reicht es erstmal. Heute werde ich erstmal futtern, die beste Pizza essen und dann morgen ausschlafen. Dann wollte ich eventuell an den Strand irgendwo. Also an die schönen Strände. Das ist jetzt kein Bereich, wo man wirklich schwimmen kann, wo ich gerade bin. Aber morgen möchte ich an einen geilen Strand gehen. Dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach diesem Restaurant. Mal schauen, wo es ist. Restaurant oder Restaurant? Ich weiß es nie, Leute. Aber Restaurant stimmt, oder? Aber ist niedlich hier. Sieht gar nicht so schlecht aus, die Gegend. Chillig auf jeden Fall. Boah, ich habe so Kohldampf, Leute. Ich bin seit morgen um 8 Uhr unterwegs. Erst bin ich mit der Bahn gefahren zum Flughafen. Und dann habe ich dort ewig gewartet. Dann hat der Flug sich verspätet. Aber wisst ihr, was geil ist? Von Basel nach Olbia nicht mal 1,5 Stunden. Und du hast hier karibische Strände. Das ist wirklich geil. Irgendwo hier soll die Pizzeria sein. Mitten in der Pampa. Irgendwo. Ich glaube, nachts würde ich ja nicht alleine durchlaufen. Bis ich die mal gefunden habe, Alter. Navi plus Kamera, ist nicht so einfach, Leute. Aber ich müsste es gleich mal finden. Wo ist denn die Pizzeria? Gottverdammt. Ach, ist das schön, im Urlaub zu sein. Allein ist natürlich nicht so geil, aber hat auch mal was. Da bist du unabhängig. Kannst überall hingehen, wo du willst. Keine Diskussionen, keine Kompromisse. Aber mit der Freundin wäre es natürlich noch besser gewesen. Endlich habe ich es gefunden. Die denken sich auch, was will der Double, weil die machen jetzt erst gerade auf. Also so sieht es aus von außen. Damit ihr das mal seht. Im ersten Moment denkt man jetzt nicht, dass es so eine traditionelle Pizzeria ist. Aber ich lasse mich mal überraschen. Erstmal an der Straße Platz genommen. Gemütlich. Draußen natürlich. Es kommt jetzt erstmal die Karte. Grazie. So, man muss natürlich die italienischen Wörter auch kennen. Das ist wichtig. So Leute, jetzt ist es soweit. Endlich ist meine Pizza da. Und ich zeige euch die mal. Bin mal gespannt, wie die schmeckt. Alle schwärmen jetzt extrem über die Pizza. Und ich gebe euch dann ein Fazit danach. Also Leute, Pizza, die war eine der besten für mich. Ungelogen, selten so eine geile Pizza gegessen. Ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr hier seid. Und wisst ihr, was krass ist? Das Restaurant war zu 80-90% voll mit Deutschen. Das habe ich ja gar nicht erwartet. Aber die kommen alle wegen der geilen Pizza. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Also wenn es einer drauf hat in Olbia, dann die Pizzeria. Selten so einen geilen Teig gehabt. So einen leckeren Käsegeschmack, also nicht verpassen. Ich suche jetzt mal einen schönen Spot hier, mal schauen, wo ich was finde und dann geht's später mal ins Hotel zurück. Bin echt fix und fertig. Also bis nachher. Erstmal spazieren jetzt hier. Hier sind halt nicht die Superstrände, glaube ich, die man erwartet.
das muss man schon zugeben. Aber es ist sehr schön zum Spazieren, zum Joggen gehen. Wirklich geil. Hier seht ihr auch, alles schön grün. Joggingwege, da macht man nichts falsch. Ich denke mal, hier kann man bleiben, so ein, zwei Tage. Natürlich hier ein bisschen runterkommen, lecker essen gehen, so wie ich gerade. Und dann eben die schönen Strände abfahren. Wer hätte es gedacht, sogar in Olbia fängt es an zu regnen. Aber das Wetter ist richtig geil, das Klima ist tipptopp. So ein starker Wind, der aber mords angenehm ist, warm ist. Bin mal gespannt auf die Strände morgen. Ich glaube, das war's für heute von mir. Ich bin wirklich kaputt. Der Kopf brummt, trotzdem happy. Ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt in die Kommentare, ob ihr nochmal so einen Vlog sehen wollt. Und dann zeige ich euch noch die anderen Orte, wo ich abklappern will. Also, bis dann.